Moin, liebe Topfamilie, ein herzliches Willkommen zurück hier zu Time Guesser. Dem Spiel, wo wir Jahr und Ort erraten müssen anhand eines Bildes. Ich bin ready to take off. Ich bin sehr gespannt, was für Bilder heute kommen. Wir spielen wie immer die Daily Challenge. Es ist auch schon ein paar Tage her, wo ich tatsächlich aufgenommen habe. Falls ihr, wie gesagt, mal andere Quizze sehen wollt, schickt sie mir per Mail an theonlypod@web.de oder unten in die Kommentare, wenn es eben geht. Ich kann euch schon mal sagen, ich habe da eine Art Quiz schon rausgesucht, so für mich. Es hat mit Horrorfilmen zu tun. Ich habe noch keine Ahnung, wie gut ich da abschneiden werde, aber habe ich tatsächlich nur gefunden, so als Thema. Ist aber alles auf Englisch, aber das ist ja vollkommen egal. Dem will ich mich aber auch noch stellen. Das wird irgendwann für euch noch kommen. Heute geht es mit Time Guesser weiter. Wenn euch die Folge gefällt, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und dann würde ich sagen, starten wir rein. Ich bin sehr gespannt. So. Okay. Wir haben ein Tennisereignis, wie es aussieht. Jetzt hier aber meine ganz wichtige Frage. Ist das hier Serena Williams oder ist das hier Serena Williams? Also ich kenne mich mit Tennis nicht gut aus. Bin ich ehrlich, ich kenne mich mit Tennis nicht gut aus. Spontan würde ich aber sagen, ist das hier doch Serena Williams oder nicht? Ist das Serena Williams? Boah, schwer zu sagen. Okay, also, wir reden über Tennis. Wenn ich immer Sachen über Tennis höre, dann höre ich Wimbledon. Und Wimbledon ist ja, soweit ich jetzt weiß, ja in England. Soweit ich weiß. Wir können ja gleich mal gucken, ob wir das da finden. Oder die Australian Open. Eins von beiden. So. Serena Williams, ist sie Britin oder ist sie Amerikanerin? Die sieht hier relativ jung aus. Jetzt eine ganz blöde Frage, wie alt ist sie? Ich weiß nicht, wie alt die ist. Ich könnte natürlich danach googeln, aber nee, das bringt ja nichts. Also, sagen wir jetzt mal, Serena Williams ist jetzt... Boah, wie alt würde ich sie jetzt schätzen? Sagen wir jetzt mal, sie ist jetzt 40. Ist das zu alt? Nee, ich glaube, das ist ein bisschen zu alt. Sagen wir jetzt mal, sie ist jetzt 38. So, wie alt war sie wohl da? Gehen wir jetzt mal 10 Jahre zurück. 28. Könnte sie da 28 gewesen sein? Ich finde, da sieht sie noch ein bisschen jünger aus. Vielleicht 20? Also sagen wir jetzt mal so 15, 16 Jahre her? Kommt das hin? Also ich hätte jetzt so spontan gesagt, das wäre jetzt zum Beispiel so 2004 oder 5. Sagen wir jetzt mal 2005. Dann ist sie, sagen wir jetzt mal, sie ist 38. Sagen wir jetzt mal, sie ist jetzt 38 und wir rechnen zurück. Das sind ja jetzt 18 Jahre. Das heißt, dann wäre sie hier 20. Kommt das hin? Boah, ich habe keine Ahnung. Okay, jetzt wäre aber mal interessant zu gucken. Okay, wo ist Wimbledon? Wimbledon ist doch bestimmt in London. Ja, Alter, okay. Ja, okay, ihr seht mich. Weil ich werde jetzt hier so ein bisschen mal kurz gucken, ob ich hier irgendwie gewisse Orte irgendwie, ob ich hier Wimbledon erkenne. Weil Wimbledon ist doch, soweit ich weiß, doch ein Ort. So. Boah. Diesen Ort jetzt zu finden ist ja aber auch, ey. Pff. Ich könnte halt einfach in London reinklicken, aber dann bin ich auch, könnte ich auch sehr weit weg sein. Warte mal. Na, guck mal, hier bin ich wieder zu weit weg. So vom Gefühl zumindest her. Reading, Oxford. Ich habe halt keine Ahnung, wo Wimbledon ist. So, weil hier haben wir so kleine Orte in London wie Greenwich, Camden, Hackney. Gibt es einen Ort, der überhaupt Wimbledon heißt? Oder gibt es keinen Ort, der Wimbledon heißt? West Ham. Okay, da haben wir schon mal West Ham. Da haben wir Tottenham. Da haben wir Chelsea. So. Wimbledon! Da ist ja Wimbledon.
So. Wimbledon Common. Golf Club. Nee. Wimbledon College. So, wir müssen jetzt mal hier so diese ganzen grünen Sachen durchgehen. Ist das hier ein Tennisplatz? Wimbledon Car Care? Das ist ein Park, eine Kirche. Wimbledon Park Court. Tennis Club. Okay, ich tippe hier auf diesen Tennis Club 2005. Wir sind 142 Meter entfernt. Das ist krass. Hier, guckt, wartet. Ich finde das immer blöd irgendwie mit der Facecam, aber ich will mich ja immer kurz wegmachen. Wir sind richtig gut dabei. Also wie gesagt, hier, 4600 Punkte haben wir das Jahr, 3 Jahre daneben. Also Serena and Venus Williams. Sind das Geschwister? Waving to the crowd during the group stage of Wimbledon Women's Doubles. Ah, das sind so Doubles, das heißt so Geschwister oder eben zwei immer gemeinsam. The couple went on to win their second Wimbledon Doubles Title. Wow. Also von den Metern nur 3 Punkte haben wir verspielt. Vom Jahr zwar 300. Damit bin ich aber tatsächlich sehr, sehr zufrieden. Damit bin ich tatsächlich sehr, sehr zufrieden. Okay. Dann next round. Oh. Okay, Amerika. Lawrence. Michigan. Wir sind in Michigan. Oh, wo liegt Michigan? Warte mal, Michigan, Colorado? David Burke. Oh, ist hier vielleicht irgendein Hinweis? Also, Michigan. Chicago! Warte, da. Seht ihr es? Hier. Chicago. Sometimes. Wir sind in Chicago. Okay. Da. Haha. Da ist Chicago. So. Wir sind in der Karloff. Heißt das hier. Ja, geil. Wie da muss ich ihn jetzt hier ran? Alter. Karloff. Roseland Beverly. Muss ich hier noch, ich muss bestimmt noch näher ran, um hier so gewisse Straßen zu erkennen, ey. Ja, wie soll man diese Straße finden? Aber guck mal, wir sind ja nicht richtig. Hier ist Chicago. Okay. So. Gott. The Nail. Michigan Avenue Park. Frage, es gibt auch noch diese Straße. Linden. Alter, wie soll ich denn diese Straße finden? Ich habe so gedacht, ich bin heute mal richtig schlau und guck so auch nach diesen genauen Orten. Wie im Wimbledon, ja. Aber Holk. Boah. Hier sind wir ja in der Adams Street. Ich sag jetzt mal hier. Ich sag jetzt einfach mal da. Ich weiß sonst nicht. Also ich klicke zumindest da schon mal hin, wo hier Karloff sein soll, wie nah ich ranzoomen muss, um das dann auch. Nee, da stand Carol. COVID-19-Testing-Site? What the fuck? Ah, wie soll ich das denn finden? Wie soll ich diese Straße finden? Chase, Huron, Locust, Oak, Crosby, Waltons, Oak, Orleans.
Hudson. Wie ist das nochmal? Karloff. Goethe. Wir haben hier Goethe gefunden. Wieland, North Park, Orleans, Sedgwick. Wie realistisch ist es, dass wir das finden? Karloff. Sheffield. Alter. Also ich sage, ich werde diese Straße nicht finden. Das würde mich jetzt echt, echt wundern. Das wäre halt echt ärgerlich, wenn ihr so ranzoomt an euer ins Video, am PC oder Handy, ob ihr die Straße erkennt und ich sie übersehen habe. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo diese Carlos Street ist. Bin ehrlich. George. Ich habe das Gefühl, ich bin auf der richtigen Seite. Sag ich einfach mal. Eckdale. Barry. Fletcher. Also ganz, ganz bekannte Namen irgendwie haben die Straßen hier. Horse. We're safe. Damen. Okay, die Straße heißt Damen. Komm, wir gehen dahin. Wir gehen zum Damen. Zu den Damen. Nicht Damen, Damen. Weiß nicht, wo diese Straße sein soll. So, jetzt ist aber hier kurz die Frage, welches Jahr ist das? Das Bild gibt mir noch nicht. Boah. Also gefühlt bin ich nicht ab 2000, das kann ich schon mal sagen. Also entweder sind wir in den 90ern oder in den 80ern. 80er, aber ich habe irgendwie das Gefühl, könnte zu früh sein. Bin. '98. Wir haben das Jahr. Wir haben sogar das Jahr. A Tasty Freeze Restaurant in Chicago. Location haben wir, wartet, da. 4880 Punkte. Finde ich, ist in Ordnung. Hier haben wir insgesamt weniger Punkte verspielt als eben. Und das, obwohl ich eben mich besser insgesamt gefühlt habe als hier. Das war voll reingeraten. Ich habe sogar jetzt überlegt, 96 zu nehmen. Mein Geburtsjahr. Also hier war mein Guess. Wir hätten noch weiter hier hingehen müssen. Erkennt man denn dann die Karloff Street? Ja, da ist die Karloff. Karloff Avenue. Schade. Okay. Ich bin ja schon so nach oben gegangen. Wäre ich weiter schräg gegangen, dann wäre ich da irgendwann angekommen. Ärgerlich natürlich, aber ist okay. Ist vollkommen okay. Okay, next round. Boah. Könnt ihr das lesen? Könnt ihr das lesen hier? Das so nicht, warte mal. Vielleicht so? Das ist Porto. Wir sind in Porto. Ja, aber wann? Wann in Porto? Wir sind am Wasser. Aber da ist Wasser zwischen so zwei Inseln. Okay, erstmal nach Porto. Porto, genau, ist ja hier im Norden. Ach, guck mal, hier haben wir. Guck mal, hier. Da ist Porto. Das ist hier meiner Meinung nach zu weit weg. Könnte sein. Wir gucken mal hier so ran. Das Ding ist aber, dass, wenn wir jetzt ehrlich sind, hier ist kein Wasser in der Nähe. Also egal wie nah wir ranzoomen, hier ist ja kein Wasser. Hier unten ist Wasser. Ich werde hier unten hinklicken. So, wir suchen eine Art Café. Porto Harbor. Fühlt sich nicht richtig an. Wir haben hier White Quarry Bar. Ich werde auf diese Bar hier klicken. Die gehen aber zum Wasser. Das heißt, ich werde dahin klicken. Wir sind im Jahre, boah.
Es gibt mir auch 90er-Vibes. Ich werde mal hier auf 96 gehen. Ach du Scheiße, das ist 2013? Das ist 2013? A Sunny Afternoon in Porto. Okay. Ein sehr, sehr cooles Ereignis. Ort bin ich zufrieden mit. Guck mal, wir haben ja so gesagt, hier, das muss ja irgendwo am Wasser sein, so hier in der Nähe. Damit bin ich vollkommen zufrieden. Hier, guckt mal. Da haben wir halt wirklich nur 3 Punkte halt verspielt. Nur 3 Punkte. Aber beim Jahr liege ich ja total daneben. Ach du Scheiße. Also jetzt ganz im Ernst. Gibt euch dieses Bild ein Gefühl, dass das 2013 ist? Das ist halt nur jetzt 10 Jahre her. Also höchstens hätte ich vielleicht noch gesagt, höchstens vielleicht noch so Anfang der 2000er. Aber selbst dann wäre ich ja noch meilenweit weg gewesen. Boah. Das ist bitter. Das ist bitter. Okay. Boah, das Bild sieht alt aus. Also, das Bild gibt mir schon so ein Gefühl, als wenn wir genau hier 1900 haben können. So. In welchem Land befinden wir uns? Perfumes, Averill. Cashel Royal. Das kann man nicht lesen. Cigars. Und hier steht Lanus. Boah, jetzt will ich gerade überlegen. Also ich kenne Lanus. Ich glaube, das liegt in Brasilien. Das hier ist aber never ever Brasilien. Boah. Averill. Und dann das hier. Das ist doch kein Englisch. Ich habe jetzt mal einen ganz komischen Guess. Island? In Island wird Englisch gesprochen. Ja, nee. Ja, nee. Isländisch ist ja Hauptsprache. Oh, warte mal. Was ist dann mit Schottland? Schottland, Nordirland, Irland. Wales nicht. Könnte das hier sowas Schottisches sein? Boah. Irish! Oh mein Gott! Irish, wir sind in Irland. Jetzt die Frage, sind wir auch in Dublin? Aber es ist ja meistens die Hauptstadt. Oh mein Gott, dass ich das hier nicht gelesen habe. Da steht doch Irish. Oh mein Gott. Ach, mein Ohr juckt. Okay. Irland. So. Averill. Ob wir dieses Averill finden, das wird hart. Long Lane. Ach du Scheiße. Sobald ich was mit A sehe, klicke ich dahin einfach. Weil diese Straße zu finden, also, ne. Percy. Das ist aber auch mehr so Innenstadt hier. Vom Gefühl. Warte mal, ich gehe nochmal kurz raus. Welche, wie gehen wir hier so hin? Markets. Ja, das kommt vielleicht hin. Guck mal, hier ist Anne. Ich klicke einfach hier hin. Und dann, ich lasse 1900. Mein Gefühl sagt mir, das ist ganz, ganz alt, das Bild. Make guess. 1902, 824 Meter entfernt. Da war mein Guess. Ich habe ja mehr so hier Markets getippt. Es ist aber hier. North Earl O'Connell. Okay. A woman passing new agents on O'Connell Street. Okay, O'Connell konnte man aber, finde ich, jetzt nicht irgendwie in diesem Bild erkennen. Also hier nochmal für euch. Wir haben also 4800 Punkte vom Jahr bekommen und 4900 durch die Location. Ist in Ordnung. Ist voll in Ordnung.
Okay, next round. Ist das die letzte? Oh. Mein. Oh. Meine Nase juckt. Okay. Okay, wo sind wir hier? Sind das Boote? Oh! Wie heißt der See? Das ist doch dieser eine See in Amerika, der doch vereist war. Ich weiß das, weil ich davon gelesen habe. Ich weiß jetzt gerade aber nicht, ob das irgendwie. Nee, das macht ja keinen Sinn. Ich wollte gerade sagen, ob das hier, das, was hier passiert ist, thematisiert wurde in hier so einem Film wie 2012, The Day After Tomorrow. Wie heißen denn nochmal berühmte Flüsse in Amerika? Ich muss gucken. Wir haben hier sehr, sehr hohe Hochhäuser. Wirklich sehr hoch. Das gibt mir eher so den, das Gefühl, dass wir hier in New York, Washington sind. So. Welche Flüsse haben wir hier? Ich muss die Flüsse namen. Wir haben hier in Aberdeen. So, warte mal. Wie heißt du hier? Cheese Peak Ranch Estates? Nee. East Peaks Bay. Interessant. Also, wie heißt dieser Fluss hier? Dickinson Bay. Mann, das ist doch bestimmt einer dieser ganz berühmten Flüsse, wo ich nicht auf diesen Namen komme. Elk River? Nee. Oh Mann, wie heißen die? Ich bin richtig schlecht in Sachen Flüsse. Also wirklich, ich bin da richtig schlecht drinne. Hier ist dieser Fluss. Steht hier was? Helms. Auf. Mann, ey, ich komme nicht drauf. Folgt jetzt diesen blöden Fluss hier. Ich weiß nicht, ob das schlau ist. New Hope Channels, Manor Lake, Ben's River Lake. Boah. River Road, aber ich will ja den Fluss haben. Mann, ich. Oh. Ich bin ganz schlecht in Sachen Flüsse, ey. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das. Also, weil der ist ja hier vereist, wie wir sehen. Und ich meine, irgendwann gelesen zu haben, ja mal, dass doch dieser Fluss. Bay oder River irgendwie so. Hier, warte mal. Hier River. Hudson River? Wo ist der Hudson River? Oh Gott. Heißt es jetzt Hudson River? Boah, heißt es Hudson River? Wo ist der Hudson River? In Hudson. Alter, ich habe keine Ahnung. Also ich habe wirklich legit keine Ahnung, wo der Hudson River ist. Freiheitsstatue steht da einfach hier so mittendrin. Boah, ich habe keine Ahnung, wo der Hudson River ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der hier irgendwo ist. Ich weiß aber nicht wo. Ich weiß nicht wo. Ich weiß es nicht. Er weiß es nicht. Ist das hier der Hudson River? Ich weiß es nicht. Wo ist denn der Hudson River? Das muss doch irgendwo dann. Also hier macht ja gar keinen Sinn, weil das muss doch irgendwo sein, wo doch auch hier, sag ich mal, so eine Großstadt ist. Ich sag, das ist jetzt hier einfach irgendwie in Washington. Ich tippe da jetzt so einfach mitten rein. Das sieht so neu aus. Das sieht so neu aus. Wann. Jetzt muss ich kurz überlegen. Also, ich dachte erst irgendwie, dass das, wo
vor allen dieser Filme war. Warum sagt mir aber mein Gefühl, dass es eher nicht so ist? Oder relativ nah beieinander ist? Ich sag 2012. Es gibt einen Film, der ist 2012. Ich gehe mit 2012. Boah. Es ist doch da oben. Doch da oben. Also hier werde ich hier kurz rauszoomen. Das ist. Gut, jetzt. Das heißt, das ist New York. The Hudson, es ist der Hudson River. Iced over during winter 2015. Oh Mann, ich war da oben. Das hier ist der Hudson River. Das hier ist echt der Hudson River. Kann es nicht mal sehen. Ich kann nicht mehr sehen, ob das hier wirklich der Hudson River ist, weil das hier nicht steht. Boah, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Das ärgert mich schon so ein bisschen. Also hier 4600, 4167 von der Location. Mann, ey. 44.000. Ist okay. Ist okay. Ich hatte das letzte Mal 45.000. Wie gesagt, ich will nicht immer meinen Rekord brechen. Das, ich sag mal, man kann ja eigentlich, ich sag mal, ich kann mich ja nur noch blamieren rein theoretisch. Und dass ich dann so Sachen erkenne wie Porto und trotzdem 17 Jahre daneben liege, hätte ich näher getippt, hätte ich vielleicht diese 45.000. Jetzt so gesehen mal. Also, ist okay. Also ich bin jetzt nicht unzufrieden. Ich bin nicht unzufrieden. Wie zufrieden seid ihr mit meiner Leistung? Schreibt es sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und wir sehen uns dann ja das nächste Mal wieder. Vielleicht ja zu Timegesser, vielleicht zu etwas anderem. Und mir dann nur zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tour, ciao, liebe Top-Familie, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.